Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen auf der Ottakringer Straße. Heute machen wir Party. Wir werden heute 100 Menschen fragen, in Wien nach deren Lieblings-Cevapcici-Spot. Die drei, die am öftesten erwähnt wurden, die gehe ich probieren. Sag mir einfach eine Empfehlung für Cevap. Ja, warte kurz. Wir legen los. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Dobra dan. Balkanica, gleich da vorne. Galaxy. Merak. Merak. Kebab. Nee, Cevap. Cevapcici. Achso, die ist ja nichts. Hallo. Salo? Ja. Marengo. Bitte nehmen wir an in Balkanica. Turbo Grill. Herzlich willkommen an der äußeren Maria-Hilfstraße. Merak. Danke, Bruder. Ja, schönen Tag. 16 beim XXXL. Galaxy. Merak. Merak. Mike's oben bei der Burgasse. Primus Horst Grill im 10. Bezirk. Liebe Grüße von Tipsy Tuesday. Galaxy. Galaxy. Cappuccino. Cappuccino. Galaxy. Galaxy. Auch Galaxy, ja. Herzlich willkommen bei Puma. Galaxy. XXN. Royal. Elite. Elite. Definitiv Merak. Wir machen weiter und sehen uns jetzt gleich im 10. Bezirk. Einfach nur dein Lieblings-Cevap-Spot. Marengo. Danke. Galaxy. Merak. Elite Restaurant. Marengo XXL. Bei Mexiko Platz im 2. bei Homolia Grill. Balkan Grill. Krokli Grill. Balkan Buffet. Balkan Grill. Merak Barbecue. Balkan Grill. Merstraße Galaxy. Schaut zum Merak, der ist geil. Galaxy. Merak. Vertrau mir, du musst hingehen. Ich würde jetzt mal sagen Galaxy. Royal Balkan Grill im 15. würde ich sagen, ist der Spot. Ja, Balkan Express. Herzlich willkommen am Praterstern. Wir fragen weiter. Ich Sofran. Du stehst gerade beim Metz, beim Würstelstand, vorne auf der Ecke zur Mahlzeit. Homs Cevap. Stadtlauer Grill. Zlatno Purenza. Herzlich willkommen im 1. Bezirk, Ladies and Gentlemen. Jugo Grill. XXL Grill Wattgasse. Mit der Mann hat sich den Aufwand gemacht und noch einen Kollegen angerufen. Der Merak. Ferhatovic, Bruder, im 12. Bezirk. Galaxy. Merak, Bro. Marengo. Merak. Galaxy ist sehr geil. Lords, 10. Bezirk. XXXL Grill. Merak. Merak am Mückenplatz. Restaurant kennt. Galaxy. Galaxy. Ich bin jetzt vom 8. Bezirk bis hierher in den 1. gelaufen. XXL in der Kopfstraße. Kopf. Homolia. Zauf Homolia. Galaxy. Tag 3, wir fragen weiter. Und glaubt nicht, ich gebe nicht auf. Oder Galaxy Message auf, ich sag dir nicht. Es heißt Grillhaus. Ferhatovic. Ich war nicht dort im Galaxy, habe ich von dir. Royal ist richtig gut. Galaxy. Galaxy, der Best. Galaxy. One Minute Job, Kuss geht raus. Wir sind seit 3 Tagen unterwegs und fragen Wien nach dem besten Cevap. Das ist wirklich das schwerste Video, das ich in meinem Leben gedreht habe. Kurze Frage, wo finde ich die besten Cevap in Wien? Danke. Hello, darkness, my old friend. Den Street Grill Vienna. Sofra, L50. Galaxy. Kent. XXL Grill im 16. Also Lieblings-Cevap-Restaurant? Walter. Street Grill Vienna einfach. Balkan Express. Das ist seit langem einer der besten Cafés, die ich in meinem Leben getrunken habe. Galaxy Cevap Cici bei Erlschägerstraße. Galaxy. Walter. Galaxy. Also mein Favorite Spot ist auf jeden Fall Homoli. Homoli Grill. Galaxy. Galaxy. Galaxy im 15. Bezirk. Galaxy oder Galaxy. Oder Merak, du musst. Merak. Number one. Und wir stehen auch direkt vor Platz 3 mit 7 Stimmen. Falls ich mich mal verzähle in so einer Folge, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Platz 2 hat insgesamt 16 Stimmen, will ich nur gesagt haben. Und Platz 3, das werdet ihr mir jetzt nicht glauben, hat von 100, wir gehen direkt rein, XXXL Grill Restaurant. Habe ich euch schon gesagt, wie viel Platz 1, wie viele Stimmen der bekommen hat von 100? Jetzt reinschreiben nach dem Spot. Oder ja, nach. Whatever. Spot Nummer 1. Wir sitzen bei XXXXXXX Grill Restaurant. Wir haben 10 wunderschön aussehende Cevape hier liegen. Das wird der erste Cevape in diesem Video. Nach 3 Tagen nach Cevape-Fragen habe ich auch wirklich Bock. Brot. Brot habe ich schon mal geileres gehabt. Jetzt einfach ein bisschen Kaimak auf locker und Sandwich bauen. Und eine Sache kann ich euch sagen. Cevape ist was Götter erfunden haben müssen. Es war sehr leckeres. Bisschen Zwiebeln. Was ist das hier? Kraut, oder? Mach mal rein. Mach mal rein. Und Cevape. Und jetzt noch scharf, wäre vorbei. Dann habt ihr hier so eine schöne kleine Tasche, Ladies and Gentlemen. Erster Biss Cevape. Schauen wir, ob das hier der beste Cevape ist, den wir in diesem Video essen werden. Das Brot finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Das Brot ist so ein bisschen, ist sehr viel Brot. Sagen wir so, der Cevape an sich. Der ist schon sehr geil, man schmeckt viel Grill, Fleisch leicht rosa, Rosé, schön fleischig, hat noch so ein bisschen so Knorpelteile und so, es ist so robusteres Fleisch, kann man das so sagen, rustikaleres Fleisch, so würde ich sagen, aber geschmacklich on point, das liebe ich auch an so Natur, das wird schnell gehen, weißt du, gehst hier rein, Cevape raus, rein, selbst erklären. Ah, okay, ciao.
Ich weiß sofort, was du meinst mit dem Brot, gell? Ich finde, das Brot könnte so ein bisschen, wie sagt man in Deutschland, krosser. Ja, ein bisschen getoastet, ein bisschen knuspriger sein. Das ist auf jeden Fall Brot, das müsstest du in so einen Kontaktgrill reinhauen. Dunklen Stellen. Ich feiere diese dunklen Stellen sehr. Einfach Grill, gell? Die sind echt gut. Ich finde die wirklich nicht schlecht, aber meine persönliche Nummer 1, sage ich jetzt noch nicht, vielleicht gehen wir da noch hin, übertrifft die nicht. Also meine Nummer 1, in der ich schon in Wien selber schon ein paar Mal war, meine ich. Ich muss auch sagen, so das Cevape an sich ist das Beste. Der Kaimak schmeckt clean, der Cevape ist sehr, sehr lecker und flashy und für den ersten super. Ich habe am Cevape selber nichts auszusetzen, aber an dem Brot habe ich was auszusetzen. Ich will hier auch niemandem seinen Lieblingsspot schlecht reden, gell? Also, hey, es ist immer noch solide alles hier. Aber ich glaube, das hier, das isst man so. Schaut, boom, einfach so Kaimak rein. Die Zwiebeln hätten auch noch. Ein bisschen mehr Love ins Essen. Ja, Kaimak schmeckt geil. Top Cevape. Doch wenn wir das jetzt so bewerten, interessiert mich jetzt, wie gut wird das Brot sein beim zweiten, beim dritten Spot. Der Cevape an sich ist jetzt gut. Bei mir ist es ungefähr 2-3 Monate her, dass ich zuletzt Cevape gegessen habe. Und der ist super, super lecker trotzdem. Feier ich. Dieses Format wird wirklich dafür sorgen, dass wir hier kein schlechtes Restaurant besuchen. Wenn ich sage, das hier ist der, der mich am wenigsten flasht, sind das wahrscheinlich trotzdem einer der besten Cevape, die ihr in Wien finden könnt. Und ich finde auch, die sind super lecker. Ich bin großer Cevape-Fan an sich. Habe ich schon gegessen, als ich, keine Ahnung, 11 war. Auch mal diese TK-Cevape-Chichi. Und die sind auch geil im richtigen Moment. Und die Dinger sind juicy, muss ich sagen. Eben wirklich saftig. Das ist richtig Fleisch. Der Laden ist ja wirklich gut, aber wie viele Sachen, du gehst jetzt Cevape essen. Ja. Wie viele Sachen gibt es, bzw. bestellst du, wo die du kritisieren kannst? Die Cevape selber, den Kaimak und das Brot. Und da passt schon mal eine Sache leider gar nicht. Genau, deswegen glaube ich. Wenn von 3 Sachen eine nicht passt, kannst du nicht der Beste sein. Wir sehen uns gleich bei Spot Nummer 2 mit, haltet euch fest, 16 Stimmen, wenn ich richtig gezählt habe. Merak. Sehr, sehr beliebt gewesen. Wir gehen auch direkt rein und probieren, Ladies and Gentlemen. So, bitte schön. Danke dir. Danke schön. Ich sage euch auch so, wie es ist. Ich bin kein Profi, was Cevape angeht. Ich weiß, dass die hier schon mal super lecker sind. Am Ende, wenn ich alle 3 probiert habe, gebe ich euch mein eigenes Rating, welcher für mich der beste Spot war. Und die schmecken immer noch. Boah, weißt du, wie sich das anfühlt? Wie ein schöner Grillabend mit den Jungs. Schau das Brot an. Brot frisch, bisschen angeschwitzt. Zwiebel rein. Boom. So esse ich das am liebsten. Zu 100% eines der besten Cevape in Wien. Die Top 3 muss ich auch ehrlich sagen. Jeder hat es verdient, in der Top 3 zu sein. Es gibt einen Spot, der sehr, sehr underrated ist, glaube ich, Ferhatovic. Das ist wahrscheinlich der Ferhat unter den Cevape. Eieiei, Bruder, ich freue mich schon so drauf. Ich muss auch mal sagen, so, auch für euch, falls es jemand interessiert, aber meine Nummer 1 ist auch Merak. Also das war für mich von Anfang an klar. Ich weiß, dass wenn ich 100 Leute in einer Stadt frage nach dem besten Blablabla, dass ich 3-mal sehr, sehr lecker essen werde. Das ist Holzkohle, gell? Ich weiß nicht mehr, ob das Holzkohle ist. Ich glaube, aber man schmeckt den Grill einfach. Egal, scheiß mal auf Holzkohle, aber man schmeckt den Grill. Also, man merkt auch schon da die ganzen Grillstreifen, gell? Ja, ja. Gas ist krank. Oh, yeah. Ich liebe es auch einfach so zu essen. Und rohe Zwiebeln, next level. Rot. Ja. Wichtig, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, welcher euer Lieblingsspot ist für alle Wiener. Da gibt es viele da draußen, weil viele wollten es mir nicht in die Kamera sagen, aber haben mir trotzdem Spot verraten. So. Aber der Spot ganz klar mit oben dabei. Einzige bisschen stressig an der Straße hier zu sitzen. 15. Bezirk ist es, oder? Äußere Maria-Hilf-Straße 139. Superladen. Sprachlos, hä? So gut. Ich habe mir das gerade eingebildet. Ich weiß nicht warum. Kaimak, boom. Auch nicht zu wenig. Reinschmieren. Ich glaube, die Reihenfolge ist richtig. An alle Leute, die sich auskennen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Boom, rein und Pfeffer. Ist das richtig oder nicht? Merak, ich liebe dich. Leicht rosa, also geschmacklich on point. Wir sehen uns beim nächsten Spot. Wir stehen vor Platz Nummer 1, nachdem wir 100 Leute gefragt haben. Geht schon, Bruder. Ganz kurz durch. Ja. Was haben Sie gefragt, Bruder? Wir haben gefragt, wo es besten Cevape gibt. Ah ja? Haben wir jetzt 100? Aber da musst du in die Kamera einmal sagen. Nein, ich kann nicht sagen. Dann musst du mich arbeiten lassen. Auf jeden Fall stehen wir vor Platz 1, Ladies and Gentlemen. Mit ungeschlagenen 32 Mal wurde Galaxy gesagt. Also wenn sich unsere Schwestern und Brüder hier in Wien einig sind, wo es die besten Cevape gibt, sagen sie hier. Wir gehen rein.
Oh mein Gott, Bruder. Oder allein, das ist gekommen, gell? So, er hat das hingestellt. Ich habe 3 Sekunden drauf geschaut. Ich habe gewusst, oh, das wird scheppern. Das hier ist vom, alleine vom Bild, ist das nicht umsonst Platz Nummer 1. Das ist nicht umsonst 32 Mal. 32% der Wiener Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, das hier ist der beste Cevapeladen, den ihr finden könnt. Schaut! Brot mit Liebe. Mit Liebe. Es ist warm, Bro. Das ist Next Level. Sag ich dir so, wie es ist. Wir haben hier einmal klein gewürfelte Zwiebeln mit scharfem Pulver drüber. Das war die ganze Zeit das, was mir gefehlt hat. Wir haben Zwiebelscheiben, falls du es einfach grob willst. Tomaten, Eiwa. Wir haben Gurken und wir haben Kaimak. Als allererstes, ich sage euch so, machen wir es so wie bei den anderen zwei Spots. Boom. Oh, der Kaimak ist auch creamy. Schau, 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 schau. Das ist Zauberei. Du magst Zwiebel auch? Und boom. Und die sind brutal heiß. Sieht man es? Merak aktuell auf Platz 1. Ich glaube, dieser Biss kann es ändern. Ich weiß es nicht. Schaut die Farbe innen an. Die sind saftig, die sind lecker, nicht zu viel gewürzt, entspannt. Boah, das sind auf jeden Fall die saftigsten Cevape, die ich je gegessen habe. Ich habe die aber nicht mehr so krass in Erinnerung. Sage ich so, wie es ist. Wow, ich finde die Mühe, die sie sich gemacht haben auf diesem Teller. Das ist mit Liebe. Zwiebel gewürfelt, alle gleich groß. Diese Zwiebelscheibe einfach noch, falls du sie richtig geben möchtest. Richtig dirty magst. On point. Ich bin so gespannt, gell? Ich glaube, alle wollten sagen, es ist heiß. Schwierig, gell? Schwierige Nummer, ja. Das Gute ist, bei Cevape kannst du nicht sagen, ja, das ist vom Style anders oder so. Das hier ist jetzt auf jeden Fall 100% eine Geschmackssache. Ich sag so, wie es ist, dass die das hier gemacht haben. Man sieht hier, die sind ein bisschen heller, ein bisschen, merkt ihr das? Ein bisschen juicier, ein bisschen bouncier, was ich sehr, sehr nice finde. Dann hier Kaimak einfach nochmal rein. Und das hier. Ich muss sagen, man merkt einen Unterschied bei allen dreien. Alle würzen etwas anders. Bei Merak hast du den Grill am meisten geschmeckt. Ich persönlich finde alle drei sehr, sehr geil und habe bis jetzt immer noch keine Entscheidung getroffen, welche der beste für mich ist, um ehrlich zu sein. Bruder, Kaimak ist auf jeden Fall mein Lieblingstier. Der schmeckt hier am besten. Ich habe mich nie so heftig intensiv mit sowas hier beschäftigt, aber das ist eine sehr, sehr unterschätzte Speise. Ihr müsst es probieren. Ich sage euch so, wie es ist. Am Ende des Tages geht ein dicker Kuss erstmal an alle raus, die mir geholfen haben. Sehr, sehr lecker. Wirklich Endgegner. Ich habe insgesamt 100 Menschen gefragt in Wien nach dem besten Cevape und 32 Leute haben gesagt, ihr seid die Besten. Super. Alles klar. Mahlzeit noch. Danke. Und es ist auch bis jetzt mit nettester Service, muss man einfach sagen. Ich bin auch der einzige Schwarze hier drin schon wieder, gell? Ich komme aus dem Balkan. Oder ich finde es echt schade, ich hätte gerne Aivar überall probiert, weil ich bin ein sehr, sehr großer Aivar-Fan. Was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass Sofra nicht erwähnt wurde so oft. Und wo ich mir sicher bin, man könnt immer auch gerne in den Kommentaren sagen, Ferhatovic, glaube ich, ist auch sehr, 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 sehr underrated. Das haben mir so 2 Leute gesagt, nur oder 3, wo ich mir schon gedacht habe, boah, die haben safe Ahnung. Damit ihr versteht, wie gerne ich Cevape esse und wie ich sie esse. Nehmt euch ein halbes Cevape, genau hier, das jetzt noch übrig ist. Dann geht ihr in diesen Kaimak rein und dann geht ihr einfach so in die Zwiebel. Boom. So. Und dann will ich so viel Zwiebel wie Cevape. Dann bin ich glücklich. Und ich weiß, was du meinst, das sind wirklich die intensivsten Zwiebeln. Und da kommen wir auch zum ersten Punkt. Das sind so auf jeden Fall die aggressivsten Zwiebeln gewesen, die ich so gegessen habe. Das Cevape an sich, das von Merak, ist so ein bisschen fleischiger, knorpeliger, bisschen rustikaler. Das hier ist ein bisschen feiner gewolft, wie ich gerade schon drin gesagt habe. Und das ist die Geschmackssache. Für mich persönlich ist Merak vielleicht minimal vorne so, aber trotzdem würde ich jedes Mal hierher kommen und hier essen, weil der Vibe und alles hat für mich einfach ein bisschen mehr Power gehabt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kaimak war der geilste hier. Das Fleisch schmeckt, der Juice, alles on point eigentlich. Das ist meine Wertung. Auf jeden Fall XXL oder XXXL wäre für mich auf der 3. Das klingt aber auch sehr, sehr hart, weil alle 3 Spots hatten Power, haben geschmeckt von Brot. Okay, Brot war bei mir nicht so, aber trotzdem sehr, sehr happy. Bruder, du hast eh alles gesagt. Das ist eh gut gesagt. Ich sag, von der Experience, von allem drum und dran ist hier Nummer 1, muss man so sagen. Aber das ist wirklich so. Kopf an Kopf, weil ich bleibe auch bei Merak, weil ich dieses Rauchige sehr mag. Und wie gesagt, es gibt 3 Komponenten, die wir hier jetzt bewertet haben. Wir sehen uns in den Kommentaren. Ich antworte eh auf alle. Danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da. Falls ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, falls ihr neue Ideen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und...
schauen uns jetzt eine 6 Millionen Euro Wohnung an. Ist es so heftig oder was? Das ist ready? Extrem heftig. Adonis ist gerade am Ready machen vom Gimbal auf dem Tisch, aber passt auf. Auf. Ja, ja. Wow. Boah. Adonis? Randy freut mich. 6 Millionen! 6 Millionen! Ich brauche 6 Millionen und zwar ganz schnell. Gästetoilette. Schöner als meine eigene Toilette, verdammt. Was kostet das Gemälde, ganz kurz, damit wir das mal haben? Keine Ahnung. Was ist hier? Oh mein Gott, Weinschrank! Und einfach noch eine random Küche, oder was ist das? Was ist das hier? Den ja, fettesten ja. Kühlschrank, den du gesehen hast? Sag mir nicht beide Türen. Warte. Bro, der Kühlschrank ist größer als meine alte Wohnung. Boah! Bro, der Mann hat safe keine Tiefkühlpizza gegessen. Der Mann hat alles gegessen außer Tiefkühlpizza. Hier gab's nur Oyster und sowas. Ich sag dir ehrlich, wunderschön, by the way. Wie viel Zimmer hat das Ding? Vier. Was ist das, ein Schlafzimmer? Gästeschlafzimmer? Es sind alle eigentlich recht. Ich will euch mal nur ganz kurz diesen Ausblick zeigen. Es sind drei Stockwerke. Die Wohnung hat drei Stockwerke? Ja, ja, das ganz oben. Oh mein Warte, ne? Gott. Ja, ja. Warte. Du bist erlebt, ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das Einzige ist, schau, jetzt meckere ich schon, jetzt aber. Das Einzige ist, alle Zimmer sind ein bisschen klein so, stimmt, aber ja. Es gibt sehr viele. Man könnte safe noch so eine Wand rausreißen. Mhm. Aber ey, ganz kurz, also ich muss auch sagen, der Mann hatte Geschmack. Schau mal Badezimmer, ja? Oh mein Gott, oh mein... Nein! Ey, was macht ihr jetzt, wenn ich hier nicht mehr rausgehe? Oh, Bro. Ey, ja. Oh. Bro! Nee, das packe ich nicht. Der Spiegel ist größer als meine alte Wohnung. Ich habe gedacht, das ist ein Schrank, das ist einfach eine Toilette hier. Also, Leute, die 6 Millionen haben, können die sich diese Wohnung theoretisch holen, oder? Genau, ja. Können sie aber bei mir melden. Wo müssen sie sich melden? Bei mir. Wäre toll, wenn du mich dann... Unter was? Unter einer Telefonnummer oder E-Mail, das gebe ich dir Bescheid. Wenn ich die Telefonnummer... Oder Insta. Ja, ich blende jetzt deine E-Mail ein. Ey, ich schwöre, ich habe keine Höhenangst, aber hier wird mir leicht schwindelig. Echt? Ja, so gefühlt, weißt du, das ist schon ein bisschen hoch. Also da hinten Stadion, oh, man kann. Ey, soll ich dir das sagen? Ich stehe noch weiter, gell? Bis also, in die Stadt schauen. Es ist nicht nur. Hier ist frei Luft. Ja. Oh mein Gott! Oh! Nee! Das ist zu viel des Guten, ich sag euch so, wie es ist. Wow, wow, wow. Der hat safe auch hier im Boot gehabt, der Mann. Okay, was ist das hier jetzt? Das ist nochmal eine Terrasse. Nee, ich kann das nicht mehr. Das ist all, oder? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ja, das ist egal, aber... Die Spinnen brauchen nicht mal Miete bezahlen. Ich ziehe hier trotzdem ein. Das sind auch richtig fette Spinnen, muss ich sagen. What the fuck? Ja, ey. Das ist nicht normal. Arg, oder? Boah. Das ist ein geiles Ding. Ich würde deinen Kanal abonnieren, ich schwör's dir. Danke dir.